Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Magna Carta 2. Wir haben in der letzten Folge wieder ganz schön viel theoretischen Kram erledigen können und ich hatte euch in Aussicht gestellt, dass wir uns diesmal mit ein paar mehr kampflastigeren Aufgaben befassen werden. Und ich werde auch Wort halten. Ich möchte euch zwischenzeitlich nur mal eben kurz zeigen, was ich hier getan habe. Ich habe Crosshell jetzt erstmal hier auf Typ 2 gestellt. Das heißt, er wird jetzt, wenn wir nicht gerade mit ihm spielen, immer den angreifen, den der Anführer gerade angreift. Das heißt, egal ob ich auf Juto oder auf Sephi umschwenke, konzentriert sich mit uns zusammen. Da steht es auch nochmal, Anführerziel angreifen. Und, warte mal ganz kurz. So, ich musste gerade eben kurz gähnen. Ja, das wollte ich euch jetzt hier irgendwie ersparen, weil eigentlich bin ich gar nicht müde. Ich bin sogar relativ ausgeschlafen. Und ja, wir haben den Cube in der letzten Folge bekommen, können damit Nachrichten senden und empfangen, haben da ganz viel Tutorial-Kram momentan untergebracht und so von unserer Prinzessin Sephi so Chaka-Meldungen und du schaffst das und toll, dass du in unserem Team bist und hast sie nicht gesehen. Und eine letzte Sache will ich euch noch zeigen, bevor wir wirklich loslegen. Ihr erinnert euch vielleicht zurück, dass ich gesagt hatte, dass wir durch die DLC-Inhalte auch neue Ausrüstungsgegenstände bekommen, beziehungsweise neue Waffen bekommen. Und wir konnten ja bisher für Juto nichts auswählen. Wir können aber, schaut mal, für Sephi zum Beispiel eine Süßtraube ausrüsten, wenn wir den wollten, mit einem riesigen Intelligenzboost, Ausdauerregeneration plus. Gleiches hier beim Bonbonfächer, wo wir einen entsprechend höheren Intelligenzboost haben. Ähnlich sieht das bei den anderen beiden aus. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Die Heißblutrakete hier auch mit erhöhtem Intelligenzwert und hier mit erhöhtem Angriffswert. So, wir gucken uns das einfach der Vollständigkeit halber nochmal kurz für Argo an. Angriff plus Resistenz und der entsprechende Angriffsboost. Daraus kann man vielleicht auch schon ableiten, was für Spezialisierungsmöglichkeiten es hier für unsere Leute geben wird. Denn noch sind die Skillbäume nicht freigespielt, aber die sind ja, Entschuldigung, die sind im Menü ja ausgegraut gewesen und es wird noch die Zeit kommen, ich weiß nur nicht mehr genau wann, wo wir auch auf die Skills hier zugreifen können, ne? Genauso auch auf die Upgrades und ich sehe gerade, warte mal kurz, Mann, ey, das nervt, ich weiß auch nicht, wo der Husten hier gerade herkommt. Wir können ja hier mal gucken, dass wir unsere Leute hier noch ein bisschen aufgepont kriegen mit den Zubehörteilen, weil das habe ich bisher irgendwie noch nicht gemacht. Warte mal, die anderen Sachen würde ich aber ganz gerne unserem Crosshell geben, ja. Der ist, glaube ich, momentan so irgendwie mein Lieblingscharakter, muss ich sagen. Ach so, Argo haben wir auch noch. Den habe ich irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ach so, weil ich ihn aus meiner aktiven Gruppe rausgenommen habe. Na, dann lassen wir das erstmal so. Wir werden schon noch weitere Zubehörteile finden. Ja, wir durften ja diese komischen Chainbreaks und was wir da nicht alles gelernt haben und Chaindrives und hast du nicht gesehen in der letzten Folge schon ausprobieren und ich habe da im Vorfeld ein bisschen was zu gelesen, kann aber nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass ich das so wirklich kapiert habe. Ja, genau, Entschuldigung, aber könntest du mir mal zur Hand gehen? Der Typ, der hat uns beim letzten Mal schon angequatscht. Ich werde den mal eben kurz ein Ohr schenken. Ich habe auf Befehl des Hauptquartiers massenweise Bohrwürmer erledigt, aber dann... Bohrwürmer sind so kümmerliche Monster, dass ein Jäger sich mit ihnen gar nicht erst abgibt, nicht? Aber unter ihnen gab es einen, der giftig war. Und zwar tödlich giftig. Sieht aus wie ein Bohrwurm, nennt sich aber genau genommen Giftwurm und hat eine grelle Farbe. Ich habe das Gegengift in begrenzter Menge bei mir, aber es sind einfach zu viele von ihnen. Kannst du drei Giftwürmer für mich erledigen, wenn ich dir dieses Gegengift hier gebe? Ach du Scheiße, Giftwürmer, Ausrufezeichen. Drei Giftwürmer töten und möglichst keinen Vergiftungseffekt erleiden. Im Falle einer Vergiftung verliert man LP. Effekte können mit Gegengift behandelt werden. Nach Abschluss bei dem Soldaten melden, der den Auftrag erteilt hat. Entgiftungsring. Ah, da sieh mal einer an. Da bekommen wir dann direkt einen Ring, der uns immun macht, hoffe ich doch. Mhm. Ja, man sieht, aus welcher Familie der stammt, weil so einen ähnlichen Wurm, ja, den besagten Bohrwurm halt, hatten wir ja schon mal bekämpft auf der Sturminsel seinerzeit noch. Falls du einen Vergiftungseffekt erleiden solltest, musst du sofort das Gegengift verwenden. Behandelst du diesen Effekt nicht, verlierst du kurz darauf an Kraft und stirbst. Sei also vorsichtig. Okay, dann bist du jetzt an der Reihe.
Okay, Giftwürmer gestartet. Giftwürmer gestartet. Okay, wir haben jetzt eine neue Nachricht auch noch bekommen. Stand da gerade eben oben. Achso, falsche Taste. Ich die ganze Zeit auf blau drücke und mich wundere, dass nichts kommt. Nimm ein Gegengift. Giftwürmer starten. Giftangriffe, wenn du vergiftet wirst. Nehme deine LP zunehmend ab. Nimm ein Gegengift ein, um diesen Status zu ändern. Ja, liebe Seffi, ich bin nicht dumm, ne? Also klar, ich bin als Jutor wahrscheinlich auch nicht so der Hellste, aber so richtig, so ganz dumm bin ich nun letzten Endes auch nicht. So, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Haben wir das irgendwo eingezeichnet, unsere Nebenaufgabe? Also entweder ich habe Tomaten auf den Augen oder die ist nicht eingezeichnet. Das kann natürlich da oben sein, da ist noch so ein blaues Fähnchen, aber... okay, warte mal, kann ich mir das vielleicht irgendwie anzeigen lassen? Informationen, Missionsjournal, optionale Mission, Giftwürmer. Okay, wo finde ich die jetzt? Entgiftungsring. Oder ich deute die Karte schon wieder falsch, aber gut, jetzt haben wir diese Mission erstmal. Dann warte ich einfach mal ab, wo uns unsere Reise hinführen wird. Wir können ja dann im Grunde genommen erstmal diesen anderen Typen hier begleiten. Die mussten wir sowieso eskortieren, ne? Ich hoffe, dass man sich hier nichts verbauen kann. Das würde mich irgendwie so totunglücklich machen. Ah, ihr seid die Einheit der Südarmee, die mich zur Mine begleitet. Das ist großartig. Anscheinend wurden einige Minenarbeiter beim Angriff dieser Werwölfe verletzt. Werwolfangriffe können ganz schön unangenehm sein. Man sagt, dass sie scheußliche Wunden zufügen können. Ich habe Arzneien zusammengestellt. Wenn ich sie nicht schnell verabreiche, gibt es Tote. Ihr habt jetzt alles, was ihr braucht, oder? Ja, ich hoffe doch. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Mich irritiert gerade etwas, dass er so klingt, als ob er jetzt an unser Hauptmissionsziel gehen wollen würde. Aber wir gehen einfach mal. In Ordnung. Ich gehe voran. Bleib also dich dann mit dran. Wenn du während einer Eskorte die Gegend verlässt oder nach dem Speichern lädst, ist die Mission gescheitert. Super. Oh Gott, und er hat eine Energieanzeige. Na, das kann ja heiter werden. Oh mein Gott, ich will das irgendwie jetzt schon nicht. Aber gut, er wartet immer ganz brav, wie mir scheint. Das finde ich schon mal ganz gut. So, und wir richten auch ordentlich Schaden an. Ah, guck mal, ich muss auch gar nicht in den Nahkampf gehen, sondern kann den hier von außen immer beschießen mit dem ganzen Zeug. Das finde ich gut. Also solange er nicht irgendwie in die Gegner reinrennt, soll mir das recht sein mit dieser Escort-Mission. Und guck mal, hier schweben diese ganzen komischen Kahn-Dinger rum, ne? Nein! Bleib weg! Bleib weg! Haust du da ab, ey? Mann, ey, dass man denen aber auch immer nicht sagen kann, dass die irgendwie fernbleiben sollen. Wo sind denn die ganzen anderen Leute? Ach, die greifen wahrscheinlich in der Umgebung an. Ach, jetzt bin ich im Overheat. Okay, das ist natürlich blöde, aber ging Gott sei Dank relativ schnell wieder weg. Ey, wo kommen die denn alle her? Hallo, der Gildenmitarbeiter, der ist hier wieder fast tot. So, warte mal, jetzt fange ich immer an, wieder mit Chains irgendwas zu machen. So, dann haben wir das. Dann, genau, gehe ich hier in die Chain. Dann machen wir hier das. Und ach Mist, das war gerade blöde von mir. Weil ich hätte, glaube ich, noch, während ich im Overdrive-Modus gewesen bin, hätte ich, glaube ich, noch ja, irgend so eine Spezialattacke abgeben müssen. Wo ist denn der Typ? Ich habe den jetzt gerade voll aus den Augen verloren. Nein, da. Nein, bleibst du mal hier. Oh, ey, ist das hier schon wieder bekloppt, ey. Direkt zu Beginn. Ja, jetzt kommt eine Nachricht. Ich habe gerade leider keine Zeit, um SMS zu... Ach du Scheiße, und dann sind das auch noch so viele. Haut bitte alle ab. Könnt ihr bitte alle mal abhauen? Warum greift sie denn nicht an? Ja, greift doch noch langsamer an. So, warte, jetzt gehen wir auf Juto rüber. Okay, okay, okay. Ich muss das einfach nur ein bisschen üben. Hallo, Seffi, du stehst mir voll im Weg. Hä? Okay, irgendwie kapiere ich das alles noch nicht so ganz, aber kommt vielleicht noch, wenn die Gegner etwas widerstandsfähiger werden. So, lässt du jetzt mal den großen... Lässt du jetzt mal hier meinen Typen in Ruhe? Kannst du bitte mich angreifen? So, jetzt bin ich im Overdrive. Jetzt hier, genau. Super Attacke. Jetzt will ich hier zur Crossell. Jetzt habe ich eine Chain. Jetzt greife ich so die ganze Zeit an. Jetzt bin ich im Overdrive. Jetzt kommt hier eine... Nein, ich kann keine... Nein. Ich hatte, glaube ich, zu wenig Kahn. Ich konnte nämlich keine Dings-Attacke hier machen. So, Mann, ey, dass der aber auch immer direkt gleich weiterrennen muss, ey. So kann man sich hier gar nicht mal in Ruhe umgucken. Nein, lass ihn in Ruhe. Ach du Scheiße, okay, aber noch lebt er. Bohrwurm? Ach, da hinten ist ein Bohrwurm. Ich wollte mir gerade sagen, wo seht ihr denn da einen Bohrwurm, bitte? So, jetzt werden wir hier erstmal eine schöne Chain machen. Und dann muss ich jetzt mal... Ah, meine Kamont habe ich aber schon voll. Könnte ich also direkt auch zum Einsatz bringen. Warte, warte, warte. Super Attacke geht mit ihm. Und das müsste ein Chainbreak sein, oder? Hä? Chains Start, was?
Okay, verstehe ich gerade irgendwie nicht, was das heißen sollte, weil eigentlich war ich doch schon in der Chain, aber hey, egal, Hauptsache der Gegner geht hier irgendwie Platz. So, jetzt kommt eine heilige Welle. Keine Ahnung, was das jetzt letzten Endes bringt, aber okay, nehmen wir doch einfach mal. So, und dann geht's hier auch gleich weiter. So, ich glaube, das war's. Ist das hier ein Stress, ey. Aber nur weil dieser Typ so schnell hier wegläuft. So, wo ist der denn jetzt da? Ey, der bringt uns, glaube ich, direkt an unseren Zielort. Ich hoffe, dass wir die Mission irgendwo abgeschlossen bekommen, noch bevor wir bei den Werwölfen sind. Aber das sieht gut aus. Da stehen normale Menschen, die nicht Gegner zu sein scheinen. Wow. Okay, warte mal, bevor wir jetzt irgendwas machen. Erstmal Nachrichten lesen. So, nett euch kennenzulernen. Jedermann, wie geht es euch? Ich heiße Ikton, Leute. Ich habe für diesen Brief keinen Empfänger festgesetzt, damit alle ihn lesen können. Begleitet mich, während ich mir Lansheim genauer anschaue. Ist Ikton der, den wir gerade eben begleitet haben, oder was? Ich will keine Spam-Mails hier bekommen. Ich kenne den nicht. Schon wieder Ikton. Heute lernen wir mal etwas über Kamon. Sie sehen zwar aus wie Steine, aber Vorsicht, sie besitzen alle möglichen Kräfte. In allen Monstern im Feld befinden sich Kamons. Deshalb sind sie so stark geworden. Kamons können im Schmuck eingearbeitet werden oder sogar Waffen upgraden. Achte darauf, sie richtig einzusetzen. Na, noch haben wir ja keine Möglichkeit bekommen, uns irgendwie mit denen zu befassen, ne? Das ist ja auch in unserem Menü irgendwie noch ausgegraut. Oh, Gott sei Dank haben wir das hier geschafft. Puh, sieht so aus, als hätten wir es unversehrt geschafft. Danke für eure Hilfe. Wir müssen so schnell wie möglich die Verwundeten behandeln. Ihr habt uns heute wirklich die Haut gerettet. Ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich ein weiteres Mal. Oh, Gott sei Dank. Gürtel der Zauberkraft. Zur Kamondmine. Ach so, hieß das von Anfang an so. Ist das hier die Kamondmine? Keine Ahnung, aber der Gürtel der Zauberkraft klingt schon mal sehr schnieke. Yay, und das nehmen wir natürlich auch mehr als dankbar an. Und die Verkettung, die geht direkt weiter von Level-Upgrades. Das finde ich doch mal gut. Ja, Crosshell, willst du nicht auch nochmal? Nö. Okay, hätte ja irgendwie sein können, dass alle jetzt mal aufsteigen. Ihr habt uns heute... Achso, nee, okay, den hatten wir schon mal. Sehr gut. Guck mal, wir sind nicht mal bei den Werwölfen. Das heißt, das sah am Anfang nur so etwas irritierend aus. Aber hier bekommen wir direkt unsere nächste... Aha, unsere nächsten 2, 3 Aufgaben. Na, das wird ja immer besser hier. Ey, sag nicht, dass sie alle, jeder einzelne von denen noch eine neue Aufgabe für uns hat. Aber immerhin ist hier ein Speicherpunkt. Was ist das denn? RES Level 1. Das las sich so ein bisschen wie Resistenz Level 1, aber... jo, sagt mir jetzt erstmal nichts. Vielleicht kommt ja hier in Form eines Tutorials irgendwann nochmal die Erleuchtung. Hallo, Südsoldat. Lust auf Monsterjagd? Der Schlüssel zur Jagd, der Beuteschwachstelle... Der Beute Schwachstelle anvisieren und ihren stärksten Angriff-Move unterbinden. Anfänger sollten sich erstmal an einem Pang versuchen, um ein Gefühl für die Jagd zu entwickeln. Pangs sind enorm geschickt, wenn es ums Ausweichen geht. Es ist nicht einfach, sie direkt zu treffen, hm? Mit einer der Windtechniken kann man Pangs Schwindel zufügen und so ihr Ausweichgeschick reduzieren. Ist dies passiert, sollte man sich zusammentun und gemeinsam angreifen. Töte 3 der Pangs in der Gegend, sobald du den Bogen raus hast. Ich weiß nicht, wie ich eine Windtechnik zum Einsatz bringe. Erledige 3 Punks. Immer drauf. Ich mag die Missionsbeschreibung. Sie sind sehr geschickt, wenn es ums Ausweichen geht. Füge ihnen daher, bevor du angreifst, zuerst Schwindel zu, indem Seffi ihre Windtechniken einsetzt. Mhm. Was bist du denn für eine Knäuelfluse? Aber guck mal, hier heißen die Fong. Das haben die voll vergessen zu übersetzen hier in der Ansicht, wie mir scheint. Oh, gut, nehmen wir erstmal an. Schließt euch zusammen und greift gemeinsam an, sobald du dem Monster Schwindel zugefügt hast. Alles verstanden? Nicht vergessen. Ich weiß nicht, wie man das mit dem Schwindel macht, aber ist das nicht einfach ihre Spezialattacke, die wir letzten Endes einsetzen müssen? Bin mir ja nicht ganz sicher. Weißt du schon, was Fongs sind? Ach, jetzt sind es auf einmal Fongs, ja? Vorhin waren es noch Punks. Crosshell. Fongs sind extrem beweglich, daher ist es schwierig, sie anzugreifen. Aber wenn du einen Windangriff startest und bei ihnen Schwindel zu erzeugen, sind sie einfach zu überwältigen. Vielleicht begegnest du ihnen erst später, aber es gibt noch weitere Fong-Arten, die Fofongs und Punks genannt werden. Ach so, das sind 2 unterschiedliche, deswegen einmal Pang und einmal Fong. Jeder ist anfällig für einen bestimmten Status. Denk daran, einen Fong mit einem Status anzugreifen. Okay, warte mal, ich muss mal eben ganz kurz gucken, wie gehe ich denn jetzt hier, warte mal, hier Kampfmodus, so, jetzt bin ich nämlich Seffi, ist mir irgendwie über den Weg bequemer als über das Menü. So, und wenn ich jetzt, warte mal, wenn ich jetzt das hier mache, dann hat sie Heilige Welle, Skilländerung RT.
Ah, eine geheiligte Welle spült nahestehende Feinde fort. Festgelegte Menge LP wiederherstellen Verbündeter. Alter, das ist ja ein Ding. Okay, warte. RT, da gehe ich wieder zurück. Ja, aber ich habe doch hier nichts, um Schwindel auszulösen. Was ist denn Seelenentzug? Da werde ich gerade irgendwie auch nicht so schlau draus. Keine Ahnung, vielleicht muss man das doch irgendwie erst später machen oder so. Wegen der Piraten ist der Kommandopost stark zurückgegangen. Was denkt sich die Südarmee nur? Herrgott, nochmal. Was würde es der Händlervereinigung bringen, sich mit der Südarmee zusammenzutun? Ja, weiß ich nicht. Wegen der Piraten. Achso, okay, das hatten wir schon. Ich dachte, das wäre wieder irgendwas anderes gewesen. So, und bei dir so? Willst du mich auch auf Monsterjagd schicken? Nun, wenn das, meine ich, Pyromancer Crossell und von der Counter-Sentinel-Einheit ist. Genau der Richtige. Ich brauche deine Kraft. Unser Abbau hier ist ins Stocken geraten. Für den reibungslosen Betrieb brauchen wir Feuerkahn. Wir haben mit euch ein Kooperationsabkommen, sodass ihr der Gilde hin und wieder aushelft. Es ist egal, wo genau, aber könntest du in einer bestimmten Gegend 6 Feuerkahn generieren? Ach du Scheiße, wie geht denn das nochmal? Das hat ja fast ein bisschen Tutorial-Charakter wieder. Feuerkahn generieren. 6 Feuerkahn in einer bestimmten Gegend generieren. Feuerkahn kann entweder mittels Feuerelement-Standardtechnik oder Individualtechnik Intelligenzstärke des Feuerballstils generiert werden. Ja, noch komplizierter. Nach Abschluss beim Südarmee-Soldaten an der Mine melden. Okay. Keine Ahnung. Aber Standardtechnik heißt doch, dass ich einfach nur mal raufbashen muss, oder? Und dass das dann automatisch irgendwann kommt. Ja, wir können es ja mal probieren. Du weißt, wie man Feuerkahn generiert, oder? Es wird mit der Zweier-Element-Zauber generiert. Wenn du Feuerschlag im Feuerballstil verwendest, kannst du 4 Kahn auf einmal generieren. Dennoch können wir aber zwischen den einzelnen Stilen nicht hin und her schwenken. Wir verlassen uns auf dich. Generiere 6 Feuerkahn. Es ist egal, wo genau du das tust. Aber ich glaube, diesen Feuerball-Skill, den hat er momentan schon, weil das habe ich nämlich hier gesehen bei der Ausrüstung. Und wenn wir dann auf ihn gehen, guck mal, da steht Feuerball, ne? Crossell-Skill. Sie hat momentan Stab, Argo hat Hammer und Juto hat momentan gar keinen Stil. Das wird aber, glaube ich, auch noch kommen. Ich glaube, der hat irgendwie ein oder zwei oder ein und zwei Hand oder so zur Auswahl. Müssen wir dann mal gucken, wenn es soweit ist. So, und bei dir so, neben dem Abbau in Minen, gibt es noch einfachere Wege, an Kamon zu kommen? Du weißt, dass Monster-Lebensformen sind, die Kamont in ihrem Körper speichern, oder? Die Technik, mit der man dieses Kamont aus Monsterkörpern gewinnt, nennt man Seelenentzug. Ah, das kann Seffi, das habe ich ja vorhin gerade schon gesehen. Ich habe gehört, dass diese Technik sich nur anwenden lässt, wenn das Monster kurz davor ist zu sterben. Außerdem ist die Erfolgsrate angeblich nicht allzu hoch, sodass es nicht immer funktioniert. Man sagt, dass nur eine Handvoll Zauberer diese Technik beherrschen, vielleicht ja auch du? Okay, du solltest es mal an den Monstern in der Gegend ausprobieren. Okay, sorge dafür, dass Seffi an einem Monster ihre Individualtechnik Seelenentzug anwendet und Kamonte entzieht. Diese Aktion kann nur gelingen, wenn sie ganz kurz vor dem Tod des Monsters durchgeführt wird. Mache Seffi dafür zur Anführerin. Verfügte ich über derlei Kraft, würde ich das extrahierte Kamont verkaufen und ein Vermögen machen. Mit genug Geld ist ein Adelstitel drin. Selbst in Kriegszeiten führt man dann ein leichtes Leben. Die Verwendung dieser Technik ist aber sinnlos, wenn man nicht die Kraft hat, das Monster zu töten. Okay, das heißt, ich sollte das wahrscheinlich eher an einfacheren Gegnern ausprobieren, ne? So, und da haben wir jetzt noch die dritte Aufgabe. So, und eine Nachricht nochmal bekommen. Meine Individualtechnik ist Seelenentzug. Seelenentzug ist eine Individualtechnik, um das Kamont, das sich im Körper eines Monsters befindet, herauszusaugen. Dies kann vorkommen, wenn ein Monster am Sterben liegt. Natürlich geht das nur, wenn ich der Anführer bin. Mach mich zum Anführer, wenn du diese Technik benutzen willst. Aber wenn das Monster tot ist, funktioniert sie nicht mehr. Okay, das heißt, wenn ich das aber einmal genommen habe, dann habe ich hiermit quasi diese Nebenmission erledigt, schätze ich mal, hoffe ich mal. Na endlich, ich hatte vom Warten schon die Nase voll. Ich habe Dutzende Hilfegesuche geschickt. Was, ihr seht mir aber nicht wie reguläre Soldaten aus. Ist mir egal, ob ihr Söldner seid, wie auch immer, die Werwolf-Sache läuft hier völlig aus dem Ruder. Man hat einen meiner Freunde entführt, wahrscheinlich haben sie ihn in ihr Versteck im Nordwesten gebracht. Bitte befreit meinen entführten Freund. Werwolfwaffen haben eine enorm hohe Angriffskraft, daher solltet ihr sie zuerst zerstören. Wenn dir ein Konter gelingt, kannst du ihre Waffe zerstören. Okay, befreie den Entführten aus dem Werwolf-Versteck. Werwölfe haben gefährliche Waffen, sodass du Jutos Konter einsetzen solltest. Melde dich bei Erfolg im Anschluss für deine Belohnung im Hauptquartier der Kaufmannsgilde in Abazet. Ich weiß, was wir da bekommen haben. Bist du noch in der Truhe? Das sind nämlich Kamons.
dieses Angriff Level 1, das, was wir vorhin da bekommen haben, Resistenz Level 1 und dieses AP Level 1 mal 2, das sind Kamons, die wir irgendwann mal verbauen können. Tut mir leid, ich weiß nur die ungefähre Richtung ihres Verstecks irgendwo im Westen. Ich wünschte, ich hätte genauere Informationen für euch. Ich sorge dafür, dass die Kaufmannsgilde euch angemessen belohnt. Los jetzt! Okay, Geiselbefreiung gestartet. Alter Schwede, ey, ist das hier eine Action? Okay, warte mal. Ich habe ja überhaupt gar keinen Plan, wo wir jetzt überhaupt sind. Wir gucken am besten erstmal auf die Karte. So, Speicherpunkte sind hier eingezeichnet, aber nicht die Missionsziele. Und das ärgert mich total. Also klar, es kann natürlich sein, dass wir erstmal in die Nähe des Gebietes kommen müssen, damit wir das eingezeichnet bekommen. Aber unser... Nee, es ist nur das Hauptstory-Ziel mit eingeblendet. Ist natürlich die Frage, ob es sich lohnt, jetzt erstmal die Hauptstory abzuschließen oder ob wir uns nicht erstmal das Ganze drumherum angucken sollten. Ich bin ja irgendwie tendenziell immer so für Letzteres. Also ich glaube, die einfachste Mission, die wir jetzt haben, ist einmal diesen Seelenentzug zu verwenden. Das würde ich gern bei irgendeinem einfachen Gegner, bei einem Bohrwurm oder so mal ausprobieren. Ich weiß auch nicht, ob die Gegner respawnen. Also ich kriege das auch damals auf der Sturminsel nicht mehr zusammen, wie das da gewesen ist. Ob zum Beispiel... Also klar, als wir dann irgendwann in die Stadt gegangen sind und wieder zurück zum Strand, da waren die wieder da. Aber wenn wir die ganze Zeit an ein und derselben Ecke sind, keine Ahnung, ob die dann nochmal zurückkehren. So, hier sind einige Umgebungskamons in der Luft. Ich weiß nicht, oder Kans, nicht Kamons. So, darf man nicht durcheinander bringen. Das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Die Frage ist, ob wir mit Crossell nicht vielleicht in der Nähe von diesen Dingern schneller unser ganzes Feuerzeugs generieren können. Da bin ich mir gerade irgendwie nicht so ganz sicher. Aber wir machen erstmal eins nach dem anderen. Wir haben ja auch einige Sachen, die können wir gar nicht überall abwickeln. Zum Beispiel das mit diesen komischen Giftwürmern. Die werden hier wahrscheinlich irgendwo auf der Weltkarte vorzufinden sein. Guck mal da. Boah, da sind richtig viele in der Luft. Soll ich mal da irgendwas probieren? Ach, ich hätte da eigentlich noch weiterlaufen können, den Wildwald. Dann laufen wir mal den Bogen da so oben entlang rum und schauen mal. Also irgendwie sind hier aber gerade keine Gegner zu sehen. Schade eigentlich, weil ich wollte mich jetzt ja eigentlich noch so ein bisschen üben und so ein bisschen gucken und hast du nicht gesehen. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch ganz gut, wenn die hier nicht respawnen. Aber ich glaube, ich laufe ja auch gerade in der Ecke lang, wo wir auch den Typen schon begleitet haben, ne? Und wo wir ja sowieso schon alles irgendwie niedergemetzelt haben. Nee, gut, dann gehen wir jetzt mal in den Wildwald rein. Ich bin mir sogar also nicht sicher, aber ich glaube, ich habe übrigens vergessen zu speichern. Okay, da muss ich jetzt durch. Da muss ich gegebenenfalls die Notbremse ziehen, wenn ich merke, dass ich nicht weiterkomme. Ich habe keinen Plan. Oh oh. Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Auf jeden Fall sind hier neue Gegner. Oh oh. Das ist keine gute Betreffzeile, wie ich finde, von Crossell. Ich akzeptiere dich nicht als einen der unseren. Ein Schlachtfeld ist kein Ort für Schwächlinge wie dich. Mach die Prinzessin nicht für die Insel verantwortlich. Ist die Insel nicht so weit gekommen, weil die Nordarmee angriff? Es ist falsch, deine Wut auf uns zu richten. Da muss ich ihm aber sogar recht geben, auch wenn Juto mir total leid tut und ich eigentlich immer irgendwie auf seiner Seite bin, aber Crossell hat damit eigentlich recht. Von Argo. Ich bin deprimiert, weil wir die Sturminsel verloren haben und Seffi fühlt sich dafür verantwortlich, aber lass dich nicht entmutigen. Viele Soldaten der Südarmee sitzen im gleichen Boot wie du. Wir alle leben für unsere eigenen Ziele. Bleib zuversichtlich. Die Zeit heilt alle Wunden, sogar die Wunden in deinem Herzen. Oh, Argo hat aber auch ein großes Herz, oder? Der verübelt uns das nicht mal, dass wir so arschig gewesen sind. Achso, guck mal, das wird sogar als komplett neuer Ort gekennzeichnet. So, was seid ihr jetzt? Ah, das sind die besagten Fongs. Na, da bin ich jetzt gerade irgendwie gespannt. Irgendwie sollten wir die ja schwindelig machen, ne? Ich weiß aber nicht, wie das funktionieren soll. Also macht sie... Okay, haben wir den nicht da... Ach, guck mal, der hat Schwindel. Der hat Schwindel. Okay, das heißt, ihre ganz normalen, Angriffe sorgen letzten Endes für Schwindel. Genau, das war, glaube ich, ganz gut. Guck mal, einfangen haben wir jetzt nämlich getötet. Ist ganz gut, dass Crossell... Ach, guck mal, der generiert auch gerade Feuerkahn. Warte mal. Können wir das nicht eigentlich zu unserem Vorteil ausnutzen? Da ist jetzt ein Kahn, zwei, aber die verschwinden mit der Zeit wieder, ne? So, warte mal. Vielleicht müsste ich... Ne, drei schweben hier schon rum. Wo sehe ich denn, wie viele ich gerade momentan aktiv habe?
Weil dadurch, dass die nicht so schnell drauf gehen, habe ich hier vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, mehrere... Nein! Doch! Da! Oben links, ich habe es geschafft. 6 Feuerkarren generiert, sehr schön. Okay, warte mal, eigentlich wollte ich ja mit Seffi noch, fällt mir gerade ein, ja, jetzt diesen Seelenentzug machen. So, das heißt, ich muss jetzt einfach nur drauf achten, bis der irgendwie halb tot ist. Warte mal, ich versuche mal, den irgendwie wieder schwindelig zu machen. Irgendeine Zustandsveränderung hat er jetzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau Schwindel ist, aber irgendwie ist er nicht mehr ganz sauber in der Birne. Obwohl, eigentlich besteht sein ganzer Torso ja nur aus einer einzigen Birne. Aber das mit dem Feuerkahn ist gerade ganz gut, weil das hat mir echt so ein bisschen Sorge bereitet, weil ich jetzt nicht gewusst hätte, wie ich das am besten angehen soll. So, ich glaube, den haben wir bald. Ja gut, wenn der schwindelig wird. Das ist, glaube ich, nicht Schwindel, diese komischen drei... Oh nee, jetzt kommt der Gegner da hinten auch noch. Oh, kannst du nicht irgendwie mal wegbleiben oder so? Kommst gerade voll ungelegen, weißt du? Ich habe jetzt eigentlich nämlich auf den Fong hier abgesehen und würde den auch ganz gerne mit Seelenentzug. Warum bietet mir der das denn nicht an? Wahrscheinlich hat er noch zu viel Energie oder so, keine Ahnung. Ich wette, das gelingt mir bei denen nicht, weil die ja irgendwie so eine... Jetzt ist der doch kurz vorm Verrecken. Warum kann ich denn immer noch nichts machen mit dem... Okay, ich glaube... Oh, ich glaube, Juto ist gleich tot. Aber ich will jetzt hier Seelenentzug machen. Der ist doch gleich tot. Warum macht sie das denn nicht? Och, nö. Ist das ärgerlich. Juto. Ey, Juto, du bist gleich tot. Kannst du bitte... Nein, 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 nein. Okay, warte, warte, warte. Wie kann ich mich jetzt am besten heilen? Ah, ich bin schon geheilt. Okay, alles klar. So, das war gerade echt irgendwie etwas suboptimal. Ach, kann es sein. Ich habe da noch so eine andere Theorie. Vielleicht, braucht Seffi erstmal so eine, diese andere Angriffsklasse. Also nicht Stab, sondern dieses, ja, dieses andere halt. Wartet mal. Kann ich hier irgendwo gucken, was sie momentan an Skills hat? Ach so, warte mal, ich muss aus dem Kampfmodus erstmal raus. Ja, bei Skills müsste ich eigentlich gucken können, aber das steht halt noch nicht zur Verfügung. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Warte mal. Hier gab es doch noch die Möglichkeit bei ihr RT-Skill-Änderung. Oh, auf das untere komme ich irgendwie nicht hin. Das ist das Blöde an der ganzen Sache. Oder auf das andere kann ich irgendwie nicht. Hm. Vielleicht ist das auch nur so eine gewisse prozentuale Chance, bis es dazu kommt. Ich habe keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall... Schießt sie eigentlich? Ist sie auch so eine... Aua, okay, der teilt auf jeden Fall richtig aus. Ich glaube, da wäre ich bei den anderen Gegnern, die, glaube ich, momentan etwas einfacher sind, erstmal besser aufgehoben. So, warte mal, da wird es jetzt wieder Zeit. Ah! Ne, Seelenentzug! Ja, sehr gut! Ach, Seelenentzug ist so ihre Konterdingens hier. Alles klar, ich verstehe. Sehr gut, okay, dann haben wir jetzt hier zwei Sachen schon mal erledigt. Aber eigentlich wäre es irgendwie, glaube ich, klüger, sich erstmal hier abschließend umzugucken, oder? Wartet mal, wo sind wir denn jetzt hier? Boah, aber der Wildwald, der dauert ja auch noch ein Weilchen. Aber gut, das sieht auf der Map auch immer ein bisschen größer aus, als es letzten Endes ist. Und jetzt muss ich mich ja auch nicht mehr auf Seelenentzug und so einen ganzen Kram konzentrieren. Ich glaube, ich bin vergiftet, oder? Oder bilde ich mir das nur ein, dass sie so ein bisschen grünlich leuchtet? Kann ich gerade irgendwie nicht so zu 100% einschätzen, aber das wird schon. Heilender Wind habe ich gerade ausgerüstet. Das wollte ich eigentlich nicht, aber können wir, glaube ich, gerade ganz gut gebrauchen. So, dann nehmen wir das auch mal. Ach so. Okay, ich dachte, das geht irgendwie auf alle. So, und dann bitte einmal. Ich will eine Chain. Sehr schön. So, dann schießen wir hier mal ein paar Mal. Und? Nein, ich habe kein Kamond. Okay, das war schon wieder meine eigene Schuld gewesen. Ist aber nicht schlimm, weil der Gegner war sowieso hinüber. Ey, hier lag doch gerade noch Geld. Oh, ich wollte jetzt die Kohle hier noch einheimsen. Ey, irgendwie habe ich voll die Halluzination. Ich denke die ganze Zeit, dass die irgendwie so einen komischen grünen Film über sich haben. Also die sehen irgendwie so vergiftet aus, aber ich glaube, da täusche ich mich gerade nur. Und auch wenn, dann ist der Vergiftungseffekt nicht so schlimm. Zumindest nicht von den Gegnern, die wir bis dato angetroffen haben. So, da sind jetzt erstmal noch ein paar Fongs. Ist ein bisschen blöde. Also gegen alle drei würde ich eher ungerne kämpfen. Aber ich glaube, das sieht fast so aus, als ob man das nicht unterbinden könnte. So, oder verhindern könnte. Sondern hauen wir jetzt hier mal ein paar Mal drauf. Ja, wir kriegen die ja irgendwie auch hin. Also wenn ich jetzt hier nicht komplett rumtröde, dann geht das eigentlich. Vor allen Dingen, wenn da noch die Spezialattacken dazukommen, dann kommen wir hier ganz gut voran. Achso, und das war's auch schon. Alles klar.
So, jetzt ist sie... Mhm. Warum war mir das klar, dass wir jetzt wieder im Overheat landen? Also gegen die ganz schwachen Gegner lohnt sich das irgendwie überhaupt gar nicht, da diese ganzen Chains hier vom Stapel zu lassen, weil die irgendwie... Oh. Ach Mist, ey, ich wollte eigentlich eine andere. Ich will mal hier wieder die heilige Welle mit drin haben. So, kann ich die jetzt auch direkt... Ja, okay, ich dachte, dass sie bleibt jetzt irgendwie im Overheat oder so. Okay, damit haben wir dann drei Punks getötet. Das ist doch auch schon mal was. So, dann gehen wir hier nochmal ein bisschen rauf. Also Juto hat auf jeden Fall eine ziemlich gute Ausdauerregeneration. Die ist, bei der kommt irgendwie immer dazu, wenn wir direkt zu ihm schwenken. Kommt ja immer direkt dazu, dass, ja, gleich sofort seinen Spezialskill einzusetzen. Oh. Ach, entschuldig bitte, ich bin schon wieder voll unkonzentriert, aber das Kommentieren und gleichzeitig Kämpfen, das überfordert mich gerade so ein kleines bisschen. Wird vielleicht irgendwann mal zur Routine werden, aber noch ist der Punkt nicht erreicht, wie man unschwer erkennen kann. So, ich bin jetzt an diesem Speicherpunkt nicht weiter hintergegangen, weil wir dort ja im Rahmen der Haupthandlung sowieso nochmal hin müssen. Und, oh, guck mal, da hinten ist eine Truhe. Muss sowieso aufpassen, dass ich hier keine Truhen übersehe. Das wäre irgendwie relativ, ja, relativ ärgerlich. Zumal die Truhen hier momentan irgendwie relativ spannende Sachen auch, uns anzubieten haben. So, dann gehen wir mal direkt zu Procell weiter. Aber viel reißen wird er jetzt nicht können, denn, genau, der Gegner, der ist schon weg. Ja, also obwohl wir jetzt zwischenzeitlich gar nicht mehr großartig irgendwas an Level erreicht haben, sind wir ja doch ganz gut hier durchgekommen. Bin ich ja gerade ganz froh drüber. Und ja, die Truhe nehmen wir jetzt noch mit. Und ich glaube, diesen komischen Gang, der sich da oben über den Wildwald schlängelt, den werden wir jetzt auch noch mitnehmen. Ich habe gerade nur so ein bisschen Bammel davor, weil ich ja in den letzten beiden Speicherpunkten nicht gespeichert habe. Oh, sogar zwei Kamons. Dass wenn wir jetzt gleich zum Beispiel diese Gift... Ich glaube, da ist er sogar. Seht ihr den? Ich habe gerade irgendwie zu viel Bammel. Seid mir nicht böse, Leute, aber das möchte ich jetzt unbedingt nochmal abspeichern. So, das wäre mir nämlich ansonsten viel zu heikel gewesen und das hätte ich mir im Leben nicht verziehen, wenn ich da jetzt draufgegangen wäre. So, ich glaube, das wird jetzt hier ein sehr... interessanter Kampf werden. Ach, na sag mal. Der kann ja gar nichts. Die macht Cresselia im Alleingang. Brauche ich mich ja mehr gar nicht die Hände schmutzig zu machen. Guck mal, da werden wir auch nicht vergiftet oder so. Komm, Cresselia, ein... Genau, sehr schön. Ja, super. Das hat doch mal außerordentlich gut geklappt. Ich hätte echt gedacht, dass er um einiges stärker sein würde. Ach, aber guck mal, wir müssen drei von diesen Giftwürmern aus dem Weg räumen, ne? Sehe ich gerade. Hatte ich so irgendwie auch nicht mehr auf dem Schirm. Ich dachte, das wäre ein einziger gewesen. Obwohl, nee, jetzt wo ich drüber nachdenke... Nee, ich erinnere mich noch. Ja, ja, der hatte was von drei Giftwürmern erzählt. Der hatte auch im Plural gesprochen. Also jetzt, wo ich ja, mir das wieder in Erinnerung rufe, leuchtet das auch ein. Ich glaube aber, die waren alle relativ nah beieinander. Und ich bin mir irgendwie gerade relativ sicher, dass wir die hier irgendwo in diesem Bogen antreffen werden. Ich werde, glaube ich, von Folge zu Folge auch zwischen den einzelnen Charakteren immer so ein bisschen hin und her switchen, dass wir in der nächsten Folge vielleicht auch mal den ein oder anderen Kampf mit Argo absolvieren können und ja, da auch ein bisschen die ganzen Leute im Einzelnen kennenlernen. Irgendwie ist die Kameraperspektive gerade sehr suboptimal. Dieser Auftraggeber, der hat mich ein bisschen wuschig gemacht mit seiner... ja, mit seiner Aussage, dass man durch dieses Gift immer sofort stirbt. Ich glaube, das ist gar nicht so dramatisch, wie er uns das geschildert hat, aber es macht mir trotzdem irgendwie ein bisschen Angst. Nicht, dass das so eine, dass dieses Vieh so eine Instant-Todesattacke hat. Das wäre irgendwie, ja, nicht so toll. Okay, einen von dem brauchen wir noch. Dann können wir uns sogar drei Belohnungen abholen. Oh! Ja, wo sind die denn auf einmal hergekommen? Sind die gerade irgendwie vom Baum gefallen oder so? Ich habe die gerade überhaupt nicht gesehen. Entschuldigung. So, okay, ja, die sind echt nervig. Ich glaube, das sind bisher die Gegner, die somit am ätzendsten sind. Auch weil ich irgendwie gar nicht... Ah, guck mal, der hat aber jetzt Schwindel. Sehr schön. Und Seelenentzug direkt auch wieder zum Einsatz gebracht. Ja, super.
Vielleicht kriegen wir dafür sogar ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber das ist auf jeden Fall ganz cool. Sieht auf jeden Fall sehr stylisch aus. Ich stehe ja sowieso total auf Finisher. Es ist zwar total paradox, aber ich mag ja Beat'em-ups nicht so gerne. Also ich spiele die schon ganz gerne, aber kann mich damit nicht so sonderlich lange aufhalten oder nicht so lange begeistern wie für andere Genres. Und das Witzige ist, ich stehe ja total auf diese Finisher. Die sind für mich immer voll die Motivation, mal so alle Charaktere so ein bisschen durchzuprobieren oder bei jemand anderem immer zuzugucken. Deswegen mag ich auch die ganzen Mortal Kombat-Spiele. Also ich kenne davon jetzt nicht so viele, aber da fand ich halt die Fatalities immer total klasse und habe mich da mal voll an deren Anblick ergötzt und so. Und ja, das fiel mir da gerade so ein, weil das so ein bisschen gut, ja, gerade gepasst hat. So, dann gucken wir mal hier. Ich meine, Crossell ist ja jetzt ein bisschen stärker geworden. Okay, die Clown-Bestie ist auf jeden Fall von den ganzen normalen Gegnern, die wir hier antreffen, somit der stärkste. So, oh, ich dachte, das wäre es eigentlich gewesen. Kann den mal bitte jemand umnieten? Boah, muss man ja alles alleine machen. Ah, Crossell ist echt ein cooler Charakter. Ich finde den auch so von seinem Design her klasse. Ich finde halt sofort so ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man so ein paar Sätze von dem schon gesprochen hört. Ja, der ist so irgendwie so ein ganz spezieller Typ. Finde ich gut. Ich finde das auch so, wie der designt ist, das ist nicht so 0815-mäßig. Der könnte zwar für meinen Geschmack etwas andere Haare haben, also so gegen lange Haare hätte ich zum Beispiel nichts einzuwenden, aber ja, wir wollen jetzt mal nicht die ganze Zeit so rummaulen. Am schlimmsten und am furchtbarsten ist ja sowieso der Haarschnitt von Seffi. Also ich weiß nicht, was das eigentlich darstellen soll, weil sie hat ja eigentlich so eine komische Kurzhaarfrisur und dann baumelt da hinten noch so ein Stück Haarbusch entlang, ja, also irgendwie so ganz komisch. Wir haben auf jeden Fall ja noch kein Charakter irgendwie jetzt in unserer Truppe gehabt, der irgendwie lange Haare hat. Das ist für mich als passionierten Langhaarträger und Gucker, ja, ist das immer so ein bisschen schade. Ich bin ja immer gespannt, wie die ganzen Spieleentwickler das so umsetzen mit den langen Haaren und so. Ich weiß, dass das ja immer nicht so einfach nicht so einfach ist, physikalisch korrekt zu entwickeln. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die ersten Teile von The Sims. Damals ist das ja noch total spektakulär und aufregend gewesen oder so beim allerersten Teil damals, als das noch nicht so so verbreitet war und als das alles noch so ganz neu war. Da weiß ich noch, als ich mir dann meine eigene Person immer erschaffen wollte, da habe ich mich immer damals total beömmelt über diesen steifen Stock, den die dann lange Haare genannt haben. Das ist dann in den späteren Teilen so ein bisschen besser gewesen, so von der optischen Aufmachung her. Aber ich weiß noch, die ersten Teile, da hatten die echt so ihre Mühe, irgendwie lange Haare halbwegs ordentlich zu designen. Und ja, deswegen bin ich seitdem so ein bisschen, ja, gespannt drauf, wie das in anderen Spielen aussieht, beziehungsweise auch total fasziniert davon, wie das in neueren Spielen über die Jahre hinweg immer besser aussah. Ich weiß noch, dass ich allein wegen diesem Thema lange Haare damals in Final Fantasy ich wollte ja auch gar nicht Crossell sein. Ich hab schon wieder voll den Kopfknoten gehabt. Deswegen mochte ich Fran total gerne. Die war, glaube ich, aus Teil 12, da gab es irgendwann mal so einen komischen Online-Teil dazwischen, den ich nie gespielt habe, weil ich ja diese Online-Final Fantasies irgendwie generell nicht spielen will. Aber ja, die mochte ich. Auch weil die weiße Haare hatte und ich stehe ja mal total auf weiße Haare. Wenn ich die Möglichkeit bekomme, mir mal Online-Charakter zu erstellen, dann haben diese Charaktere meistens weiße Haare. Es sei denn, ich mache mir so eine 1:1 Blondine wie meiner einer, dann sind die dann manchmal auch blond. Oder ich gebe denen irgendwie ganz kuriose Haarfarben. Auch so türkisblau oder mint finde ich auch total schön. Aber die sind meistens weiß. Ja, ich mag Frauen mit weißen Haaren. Übrigens auch Männer. So, aber das kommt ja nicht so häufig vor in Spielen, zumindest nicht in denen, die mir jetzt gerade so vorschweben. Okay, damit sind wir jetzt mit unseren Würmchen auch erstmal durch und boah, das ist echt ein riesiges Gebiet. Also ich habe den Maßstab dieser Karte definitiv unterschätzt, muss ich ja mal zugeben. Aber wir sind bald mit unserer Runde durch und können uns dann hoffentlich unsere wohlverdienten Belohnungen auch abholen. Was ich hier nicht weiß in diesem Spiel, ist, ob die Gegner mitleveln. Das kann ich jetzt hier so ad hoc nicht sagen, aber ich glaube irgendwie
nicht. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die leveln nicht mit. So, warte, ich will jetzt hier mit ihr... Ich wollte eigentlich eine Chain machen. So, heilige Welle. Na, machst du... Hallo? Ey, die hat irgendwie voll spät reagiert. So, und jetzt gehen wir mal auf Crossell rüber. Der definitiv so ein kleines... Jetzt kann er aber Lodan das Speer machen. Sehr schön. Und dann können wir direkt auf Juto, der übrigens gleich tot ist, was ich gerade irgendwie nicht so geil finde. Oh. Oh, 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 oh. Okay, warte, jetzt muss ich das hier gerade eben mal machen, um ihn irgendwie zu retten. Ach so, warte mal, ich habe ja das Problem. Ja, 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 dass Seffi ja ihre Heilungsdings nicht mehr hat, ne? Und, okay, warte, aber das müsste es gewesen sein, sehr schön. Ja, sie hat ihren, ihren komischen, hab vergessen, wie das Ding heißt, aber das hat sie halt nicht mehr. Das sollte ich ihr vielleicht, irgendwie nochmal ausrüsten, indem ich das hier mache und heilender Wind, genau. Und einmal hier bitte auf ihn. Sehr schön. Okay, da sind wir hier nämlich auch durch. Ey, das ist hier irgendwie so, so undurchsichtig. Ich habe hier gerade schon wieder voll Bammel, irgendwelche Truhen auszulassen. Ach, wisst ihr was, ich auch, ich habe schon wieder voll den Mist gebaut. Wir haben doch zwischenzeitlich voll die tollen Sachen hier gefunden. Gürtel der Zauberkraft. Ach so, nee, die haben wir nicht gefunden. Die gab es in diesem, aber warte mal, Intelligenz will ich lieber Crossell geben. Schnelligkeit, Ausdauer, nee, Ausdauer soll er behalten, aber hier, Intelligenz soll er erhöht bekommen, weil der macht ja mit seinen Feuerbällen hoffentlich auch ein bisschen mehr Schaden als jetzt schon. So, und wir bekommen, glaube ich, das ein oder andere Item noch als Belohnung. Vielleicht nicht unbedingt für die Quests, die wir jetzt abgeschlossen haben, aber einige hatten in diesem Belohnungsfenster sowas auch mit abgebildet. So, dann gucken wir jetzt mal, was wir hier tun können. So, warte mal, ich gehe mal lieber mit Juto angreifen. Der hat irgendwie die geileren Skills und das müsste es auch gewesen sein. Sehr schön. Also inzwischen dauert das aber schon ein bisschen, bis wir hier ein Level abbekommen. Das ging am Anfang relativ flott. Ja, eigentlich wie in allen Spielen, oder? Ist in dem Moment eigentlich keine Besonderheit. Aber wir haben hier diesmal in relativ kurzen Frequenzen relativ viel Erfahrung auch mitgenommen. So, warte mal, da hinten sind jetzt noch mehr Gegner. Wo bin ich denn dann? Achso, da würde ich dann den Kreis letzten Endes schließen. Okay, dann laufen wir jetzt hier diesen Weg nochmal ab. Und müssten dann auch direkt schon wieder in der Nähe von unserem... von den ganzen Auftraggebern sein. Und ja, werden dann, denke ich mal, da spätestens das ein oder andere Level-Up noch mitnehmen. Aber das gefällt mir ausgesprochen gut. Also so langsam gewöhne ich mich auch ein bisschen an, an die Steuerung. Das ist auf jeden Fall ein guter Ort, um sich hiermit so ein bisschen einzufriemeln. Also so komplett habe ich alles noch nicht verstanden, muss ich ja leider zugeben. Aber das ist ja ähnlich wie bei den Blindprojekten auch, ne? Das wird sich im Laufe der Zeit hoffentlich so ein bisschen einstellen. Ah, guck mal, hier sind noch mehr von diesen Giftwürmern. Ich dachte, dass wir die jetzt hier nur, dass wir die nur im Rahmen dieser Mission irgendwie erledigt kriegen, aber die scheinen auch so hier ganz normal zu spawnen. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was die uns an, oh. Ach, ich bin schon über den Overdrive hinaus gewesen. Okay, das habe ich gerade schon wieder nicht so mitbekommen, aber ist nicht schlimm. Die Gegner, die sind ja nun nicht mehr so schwer. Alles klar. Boah, ey, bei den Truhen. Ich wette, ich habe mindestens eine Truhe hier in der ganzen Ecke ausgelassen. Und ich glaube, je länger ich hier rumlaufe, ich glaube, die Gegner, die respawnen, oder? Also ich werde in der nächsten Folge auf jeden Fall nicht mehr alle mitnehmen, die unseren Weg kreuzen. Na, wobei, die werden ja auch immer schneller niedergerungen sein, ne? Also macht sich ja hier schon teilweise bemerkbar. Ja, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, habe ich das, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, was die Kartengröße anbelangt. So, warte mal, wo sind wir denn vorhin hergekommen? Ich glaube, aus dieser Ecke dort, weil da hinten war nämlich der Speicherpunkt, wo ich euch rausgeschnitten hatte. Ja, und nee. Guck mal, hier sind keine Gegner mehr. Die respawnen doch nicht. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, durchaus einmal ein Gebiet komplett zu säubern, wenn ich das jetzt richtig überblickt habe. Aber ich wette, wenn ich hier einmal rein und wieder rausgehe, dann kommt das... Ah, da gut, das werden wir spätestens dann in der nächsten Folge dann genauer in Erfahrung bringen können. Was richtig cool wäre, wäre eigentlich, wenn wir nach dem Speichern und nach dem Abschluss des Spiels direkt wieder hier eine leere Fläche finden würden und dann mit unserer Säuberung quasi schon weitermachen könnten. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass es so sein wird. In Ordnung, gute Arbeit. Mit den Grundlagen der Jagd dürftest du jetzt vertraut sein, oder? Das nächste Mal solltest du dich an gefährlichere Gegner wagen, um an deinen Skills zu feilen. Wenn du willst, schicke ich dir später via Cube weitere Informationen.
Lieber Aufträge, also Informationen müssen jetzt nicht unbedingt sein. Also informationstechnisch bin ich ganz gut bedient gewesen in den letzten Folgen. Aber dafür hat sich das in jedem Falle gelohnt. So, reden kann ich mit ihm jetzt nicht nochmal. So, wessen Aufgabe haben wir noch erledigt? Deine hier. Wow, du hast es wirklich geschafft. Versuche das von jetzt an so oft wie möglich zu wiederholen. Vielleicht findest du ein Spezialkammern. Spezialkammerns sind immer grau. Okay. Für Spezialkammerns gibt es keine Level. Sie verleihen diverse Fähigkeiten und sind sehr wertvoll. Okay. Ah, Seelenentzug ausführen. Alles klar. Ich glaube irgendwie, dass wir in dem Zusammenhang, also mit den Kammerns, sowieso nochmal eine etwas genauere Einweisung bekommen, wie das so abläuft. Spätestens, wenn das als Menüpunkt dann in unserem Inventar freigeschaltet wird. Südsoldat. Hey, danke für deinen Einsatz. Nicht schlecht, mal eben auf die Schnelle so viel Kahn zu generieren. Jetzt sollten diese Vögel von der Kaufmannsgilde dich erst einmal in Ruhe lassen, ne? Okay, Ohrring des roten Spatzen. Genau. Yay! 10 Missionen erfüllt. So schnell kann es gehen. Ja, super. Direkt das nächste Achievement bekommen, wenn das mal nicht mega gelungen ist. Und sogar Argo bekommt die Erfahrung. Okay. Das wusste ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Hey, danke für deinen Einsatz. Achso, das hat er beim letzten Mal auch schon gesagt. Jetzt habe ich mich schon wieder voll zum Deppen der Nation gemacht. Ich dachte, die inaktiven Mitglieder würden nicht so viel Erfahrung bekommen. Aber offensichtlich levelt er mit. Weil guck mal, der ist zeitgleich mit Crossell aufgestiegen, der ja die ganze Zeit bei uns im Hauptteam gewesen ist. Ja, dann brauche ich mir ja wirklich keinen Stress zu machen, was das Switchen angeht. Ne, vielleicht einfach nur aus dem Interesse heraus werde ich ihn dann trotzdem noch mit reinbringen in der nächsten Folge. Aber wen ich dann dafür rausnehme und so, das muss ich dann erstmal schauen. So, dann haben wir aber trotzdem noch eine letzte Sache hier zu erledigen in diesem Part. Und zwar gab es ja noch einen anderen Auftraggeber, den wir dort am, guck mal, die Gegner sind alle wieder da. Okay, die werde ich jetzt aber nicht töten. Das machen wir dann vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ich laufe mal an denen vorbei. Aber das ist echt schön gelöst, weil die Gegner, die gehen, solange wir nicht im Kampfmodus sind, gehen die auch nicht auf uns los, ne? Also kann natürlich sein, dass es daran liegt, dass die jetzt auch generell nicht so die angriffslustigsten und stärksten sind. Wird vielleicht bei anderen Gegnern wieder ein bisschen anders aussehen. Aber das ist eigentlich... okay, ja, der hier zum Beispiel, der scheint das etwas anders zu handhaben. Der scheint irgendwie so ein bisschen auf das Hinterteil von Crossell zu stehen, wie mir scheint. Voll der eiskalte, gemeine Überraschungsangriff, ey. Das kann ich ja hier nicht auf mir sitzen lassen. So... Okay, dann wissen wir jetzt, dass wir zukünftig bei diesen... Ich bin hier voll falsch, oder? Südtor. Im Südtor bin ich noch nicht gewesen. Hey, welchen Weg bin ich denn beim letzten Mal angelaufen? Keine Ahnung. Ich habe jetzt dieser eine Typ hier vor uns weggerannt. Das habe ich ja irgendwie gar nicht mehr auf die Karte geguckt, sondern bin ihm total blindlings gefolgt. Der hätte mich in weiß Gott was für eine Walachei hinlotsen können und ich wäre ihm wahrscheinlich in mein Verderben direkt hinterher gestürzt. So, da sieht das aber schon aus wie Abazet oder Abazet. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie die Aussprache korrekt lautet. Aber da müsste auch der Typ stehen, der uns anfangs so ein bisschen entgegengerannt kam. Und auch der wird hoffentlich eine schöne Belohnung für uns bereithalten. Eigentlich müsste er uns schon allein dafür bezahlen. Ey, guck mal, da ist schon wieder so ein Wurm. Ey, guck mal, da sind nicht gerade ernsthaft zwei von denen, die er uns vorher nahegelegt hat, oder? Okay, das scheint Tatsache irgendwie ein ganz normaler Standardgegner zu sein. Ja, dann will ich für den Fußmarsch doch nicht bezahlt werden. Gut gemacht. Wie hat es dir gefallen, dich mal vergiften zu lassen? Ist irgendwie ein Sadist oder so? Haha, ich wette, einmal reicht was. Ja, zum Schutz gegen Effekte sollte man immer auf verfügbare Regenerations-Items achten. Außerdem gibt es im Bereich der Zauberkünste-Skills die Effekte heilen. Setze sie klug ein. Da kommt mir gerade ein Gegner entgegen. Giftwürmer, Entgiftungsring, juhu. Sehr schön. Das finde ich ja mal gar nicht nett, ey, wie der da voll mit seinem grün leuchtenden Stachel uns entgegenkommt. Aber die vertragen echt fast gar nichts. Aber die geben auch kaum Erfahrungspunkte. Also 19 ist, glaube ich, jetzt nicht so megamäßig viel. Ja, wow, wir haben trotzdem eine ganze Menge geschafft. Ja, überleg mal, wir haben gerade mal angefangen mit dem Spiel und sind trotzdem schon bei 10 abgeschlossenen Missionen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Quote. Und ja, mal gucken, ob wir diese Glückssträhne für den nächsten Part dann auch fortsetzen können. Ich werde mir da mal
irgendeinen Masterplan überlegen und mal schauen, wie wir uns auf dieser Karte am sinnvollsten weiter fortbewegen möchten. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao.